Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Graveyard Keeper. So, wir haben Asche, Salz, ganz toll viel bekommen. Das ist zwar schön, aber auf Dauer müssen wir ja mit der Asche ja auch was machen. So. Okay, wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Tatsächlich. Ach ja. Dann werden wir als erstes, immer wenn wir keinen Platz im Inventar haben, werden wir unsere Spitzhacke schleifen. So, und weil wir gerade da sind, sollten wir auch unsere Schaufel auch schleifen. Oh, geht sich nicht ganz aus, jetzt geht sich's aus. So, was haben wir da Schönes? Wir haben ganz viel Eisenerz mitgebracht. Schluckaufkraut brauchen wir für die Quest. So, das Stöckchen legen wir da ab. So, wir schauen mal da rein. Haben wir, genau, hier ist das Salz. Dann haben wir hier... Ich glaube Asche und so. Genau. 10 Asche, das legen wir einmal da rein, weil... wir nicht wissen, wo wir sonst hin tun sollen. So, die Pilze kommen hier rein. Wir schauen jetzt, was gekocht werden kann, ohne dass ich viel dabei bin. Also nur zu wenig. Fische. Siehst du, wir könnten Fische einmal. Fische. Krautenschnitzel. Machen wir von denen welche. So. Ja, super. So, da geben wir Schluck auf Kraut. Wir gehen 4 hinein, wir behalten uns das eine nicht für den Quest. So, wir gehen in den Keller und legen die Innereien ab. So, nein, falsche Kiste. So, Innereien ab. Erforscht, 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 erforscht. Das heißt, wir haben nur die Innereien theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Moment, da war was. Habe ich mich verschaut? Ein Gehirn. So. In rein, Haut. So. Die Haut nehmen wir mit. Weil wir machen Schweinshaut draus. So. Die Bestattungsurkunden lege ich da in die Kiste. Jetzt haben wir schon 5. Das ist sehr gut. So, wir gehen in die Kirche. Kirche. Wir haben sehr wenig Energie. Aber das ist okay. So, wir gehen in die Kirche und legen was zu erforschen ist runter. Und sollten dann echt einmal die Kirche connecten. Das unterirdische Netzwerk von Tunneln und Höhlen. So. Da wollten wir ja noch... So, das ist erforscht. Ja, das ist erforscht. Ja. Ich schau mal. So. In meinem Inventar Gehirn und die Innereien. So, viel Gehirn. Was macht man mit Gehirn? Gut, ich werde es schon noch erfahren, aber... So, das ist erforscht, 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 nicht erforscht. Das lassen wir alles einmal da, weil da ist er. So, das holen wir später. Bis dahin lassen wir es da. So, die Schweinshaut. Das Fleisch machen wir zum Aufschnitt. Super, und schon sind wir zufrieden. So. Kerzen, wir brauchen nicht nur die Fetten, sondern auch das Wachs. Okay. So, dann machen wir 3 Schweinshaut. Das wird sich nicht ausgehen. Nein, die Energie, die Energie. Naja, mit Glück, mit Glück. Das hat mit Glück nichts zu tun, sondern mit Können. So.
Super. Ja, ich höre ihn. Ich höre ihn. So, was machen wir denn jetzt? Das bringen wir zurück. Das nehmen wir mit. Schweinshaut lassen wir da. Super. So, der Esel ist gekommen. Der Esel ist gekommen. So. Wo hat er es hingelegt? Überraschenderweise direkt da an die Straße. Ich werde das da wirklich mal reparieren. So. So, wir sollten vielleicht jetzt nicht Gehirn rausnehmen, weil eigentlich interessiert uns ja nur Fleisch wegen lecker Aufschnitt. So, gut. Wir lassen es einfach so, wie es. Zwei Steine und vier einfache Teile. Das kann nicht so schwierig sein. Es sind ja immerhin einfache Teile. Zwei Steine und vier einfache Teile. Oh, Steine haben wir ja immer. Einfache Teile haben wir tatsächlich keine. Gut. Okay, wir brauchen Feuer. Das, ja. So, wir brauchen Feuer. So, wir brauchen einfach Kohle. In Wirklichkeit brauchen wir Kohle. Das war jetzt, dass ich nur einen gemacht habe, aber egal. So, wir legen uns hin, weil morgen müssen wir eine ganz tolle Predigt halten. Das wird so super. Ha, wieder mal eine Predigt. Oh, hm. So, gleich sind wir ausgeschlafen. Es ist morgen. Also wir haben den Fortschritt gespeichert. Diese Rübenschnitzeln sind immer noch nicht fertig. So, dafür ist der Eisenbarren fertig. Und jetzt werfen wir gleich mehr hinein. Nämlich so, da, 300. So, super. Nein, damit meine ich nicht 300 Eisenbarren, sondern Feuer, 300. So, wir gehen rüber. Und nach der Messe werde ich schauen, wie viel das kostet, wenn wir die Tunnel zusammenfügen. So, pass mal auf. Mein lieber Bischof. Nein. 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 Was ist da? Da ist was passiert. Oh, ich habe eine Geschichte bekommen. Aus dem Beichtstuhl, das ist ja cool. So, passt auf Jungs, ich erzähle euch jetzt, wie toll unsere Kirche ist. Also, los! Ich würde gerne ein paar Worte sagen. So, sperrt die Lauscher auf, jetzt wird's wichtig. Unsere Kirche ist klasse. Hm? Hä? Toll! Und jetzt, lasst uns um diesen Segen beten. Los! Okay. Oh, okay. So, vier Glauben. Super. Spenden sind wirklich tolle Predigt. Fein, dann lass das Geld auch da. Ja. Ja. Du auch. Super. So, wir könnten natürlich, das ist ja der Hammer, dieser Beichtstuhl. 32 Kupfer. Wir könnten natürlich einen zweiten Beichtstuhl aufstellen. Das wäre echt. Beichtstuhl. Ja, das ist nicht so leicht. Aber es rentiert sich. So. Nicht ablenken lassen, in den Keller gehen. Den Bischof lassen wir oben stehen, der interessiert uns ja eher weniger. So, das schreibe ich mir mal auf. Weil dann können wir rüber. Also, wir brauchen Pflöcke. 10. Wir brauchen den großen Balken einmal und wir brauchen Eisenteil einfache 4 Stück. So, wenn wir gerade da sind, da haben wir da irgendwas, was wir erforschen können. Glaube ist da. Lassen wir den Glauben gleich da. Lassen wir den Glauben da. So, beendet, 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 beendet. Alles ist beendet. Alles ist gut. Eigentlich könnten wir. Nein, das machen wir jetzt nicht. So. Nein,
Ja, hallo Bischof. So, wir schauen mal, ob wir diese ganzen Ressourcen zusammen. Also, was ist denn da? So, zwei Steine. Und vier einfache. Das heißt, wir brauchen schon. Wir brauchen schon acht einfache. Naja. So, ich glaube, im Keller liegt noch eine Leiche, die ich irgendwie noch verscharren muss. So, was ist da? Das ist gut. So, ich lege wieder mal die. Ja. So, die Geschichte kommt in den Kirchenkeller. Und den Rest lege ich bei uns in den Keller. So, das müsste alles hier sein. So, lecker aufschnitten machen wir später mal. Dass das Herz nicht stackt. Fett stackt ja auch. So. Und zwar möchte ich das Eisen da reinlegen. Wieso habe ich den Knochen mit? Ist das mein Glücksknochen? So. Ich brauche diesen argen Balken, nämlich ihn hier. Dazu brauche ich Komplexe. Ich brauche Komplexe. Diamant ohne Komplexe. So, wir werden da was fertigen. So, dazu brauche ich ja einfache. Und dann brauche ich fertige. Ja, okay, so, das heißt. Oh, wir bauen das mal. Eigentlich wollte ich zum Astrologen gehen. Naja. Jetzt bauen wir Eisenteile. So, ja. So, jetzt werden wir zweimal die Komplexen bauen. Also vier Stück bekommen wir dann. Super. So, jetzt schaue ich, ob wir Holzpflöcke noch ausreichend haben. Naja, wir haben nur 10. Die nehme ich alle mit, dann haben wir keine mehr auf Reserve. So, ich brauche außerdem das hier. So, dann brauchen wir einfache Eisenteile. Die haben wir natürlich. 10 Stück, ja, das ist ausreichend. Davon brauche ich aber nur 2. Super. So. Wollen wir schon. Es reizt mich, dass ich schon esse. So, das werden wir jetzt fixieren. So, jetzt müssen die Leichen nämlich nicht mehr auf der Straße liegen. So. Dann bauen wir da weiter. So, Haut wollen wir auf jeden Fall. Dann wollen wir Fett auf jeden Fall. So, und jetzt entfernen wir. Nein, nein, das ist der falsche Weg, oder? Da kommen die Leichen jetzt. Ach, das muss ich innen auch reparieren. Okay. Ja, dann nehmen wir es raus. So. Gut, nicht genug. Dann können wir was essen. So, dann haben wir außerdem noch einen Knochen. Den einen Knochen, den hätte ich gern. Gib mir deinen Knochen und dein Schädel. So. Ich nehme dir einfach alles. So, und dann bestatte ich dich. So, das brauchst du nicht mehr. Ich auch nicht. So. Jetzt hat er zwei weiße. Eigentlich schön. Weißt du was? Ich verzichte aufs Herz. So. So, und zwar möchte ich gerne ein Grab. Das will ich hier. So, da kommt er hinein. Da
So, zuerst Gaben. Ja, wäre sinnvoll. So, dann die Leiche hinein. Wieso hat die jetzt zwei rote? Ach so, ich bin am falschen Grab. So, zugegraben, super. Eine Bestattungsurkunde. Wie viel ist denn da jetzt? Da ist wirklich viel. Steinreparaturwerkzeug braucht man noch. Okay. So. Dann gehen wir hier lang. Und ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir machen morgen weiter. So. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.